Boys are back in town. Jetzt haben wir beschlossen, chillen wir halt nur noch ein bisschen in der Bude von Chris. Und morgen geht's für mich zum Squatten. Dann nehme ich euch wieder mit. Vom CrossFit habe ich leider nichts abfüllen können, weil da ist gerade ein Boot drin gewesen. Das heißt, das ganze Studio war eigentlich voll und ich habe eh Glück gehabt, dass ich drin squatten durfte. Also schaut da nochmal an das CrossFit Studio. Servus Burschen und Mädels und willkommen im neuen Video. Wie gesagt, wir befinden uns mittlerweile in der vierten Woche des Squat-Programms und ich bin wieder zurück aus Rom und ich freue mich wieder hier zu sein in meinem Gym mit meiner geliebten Eleiko Bar und Gewichten, denn das war in Rom schon eine andere Liga. Also erstmal noch ein paar Worte zu Rom. Ich weiß nicht, an was es gelegen hat, vielleicht die vielen Schritte oder eben die ausschweifenden Nächte. Aber die Squats in der CrossFit-Box haben sich angefühlt, als hätte ich noch nie eine Stange auf dem Rücken gehabt. Deshalb habe ich mein Goal Max auch um 2,5% nach unten gesetzt, also auf 210 Kilogramm. Und dementsprechend waren an diesem Tag dann 170 Kilo für 10x3 auf dem Plan. Falls ich diese 10x3 voll gemacht hätte, wären noch ein paar Back-Off-Sets Beltless angestanden, was aber dann im Nachhinein eh nicht der Fall war, wie ihr dann im Folgenden sehen werdet. Die vierte Woche des Candido Squat Programms, die sogenannte Reduced Frequency High Volume Phase, zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass eben das Volumen trotzdem noch relativ hoch bleibt, aber eben die Frequenz pro Woche auf 2x Squatten pro Woche nach unten geht. Somit fallen vor allem die meisten Assistance-Übungen weg, nur noch die Pin-Squats bleiben drin und die Intensität bei der Hauptübung der Kniebeuge geht eben nach oben. An dieser Stelle möchte ich euch nochmal bitten, falls ihr die Videos feiert und euch die Videos gefallen, dann lasst uns doch gerne ein Like da. Und ein Comment wäre natürlich auch erwünscht, zwecks YouTube-Algorithmus, denn ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Wie ihr seht, waren die Jungs auch am Start, bisschen Oberkörper ballern und natürlich meine Squat-Form korrigieren, falls sie gerade einen Fehler bemerken. An sich mit der Form an dem Tag war ich relativ zufrieden. Ich meine, die Tiefe geht immer noch mehr, aber
die meisten oder generell eigentlich alle waren unter Parallel und das ist ja eigentlich das Ziel hier im Bereich Powerlifting. Generell muss ich sagen, hätte ich eigentlich nach den ersten drei Sätzen schon wieder nach Hause gehen können, aber wie im letzten Video schon angesprochen, manchmal muss man einfach durchbeißen. Und deshalb habe ich mich einfach von Satz zu Satz weiter nach vorne gepusht, mehr oder weniger, mir zwischen den Sätzen ordentlich Zeit gelassen. Und dann waren eben im Endeffekt auch doch noch 7 Sätze drin. Wobei der letzte schon ziemlich grindy war und mir das rechte Knie dann auch nicht mehr ganz so gut gefallen hat. Aber alles in Ordnung. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ich hoffe, ihr schaut wieder vorbei und viel Spaß weiterhin beim Video. Peace!